Und dann wollte ich doch tatsächlich nach 3 Wochen meinen Kanal löschen, weil eine damalige Freundin von mir den Kanal gefunden hat. War ich dann auf einmal die mit dem YouTube-Kanal und die Leute kannten mich. Irgendwie ist YouTube halt immer noch so mein Baby, weil es damals meine erste Plattform war. Guckt man auf sein Konto und meine erste Auszahlung war halt auch irgendwie so 250 Euro. Boah, weiß ich jetzt nicht, ob sich das jemand anguckt, wie ich hier irgendwie meine Lernzettel schreibe. Hi Leute und ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und ich habe heute mit Absicht ganz OG-YouTuber-mäßig mal gewunken, denn wie ihr im Titel vielleicht schon lesen könnt oder dem Titel entnehmen könnt, geht es heute um meine YouTube-Journey. Mein Kanal ist nämlich vor kurzem einfach 9 Jahre alt geworden. Also am 15.07.2015 habe ich meinen Kanal erstellt und am 17.07.2015 habe ich mein erstes Video hochgeladen. Das ist auch noch online. Ihr könnt es gerne anschauen, aber ich sag euch gleich, es ist aus jetziger Sicht betrachtet ein bisschen unangenehm. Auf jeden Fall dachte ich mir, dass es mal an der Zeit ist, ein bisschen über meine YouTube-Journey zu sprechen, so ein bisschen über die verschiedenen Etappen, was alles so chronologisch mit meinem Kanal passiert ist, wie das damals für mich war, zu Schulzeiten YouTube zu machen und so weiter und so fort. Okay, ich habe erstmal mein Mikrofon ein Stück runtergestellt. Das ragte ja vorhin wirklich ganz schön weit ins Bild. Das war nicht so professional YouTuber von mir. Eine Frage, die mir tatsächlich von fast jeder Person gestellt wird, die meinen YouTube-Kanal kennt und mich dann in Person kennenlernt, ist: Warum hast du damals mit YouTube angefangen? Ich denke, fast jeder YouTuber hat da eigentlich die gleiche Antwort drauf, nämlich, dass ich damals einfach selber unfassbar gerne YouTube geschaut habe. Also ich weiß noch, ich habe so mit 10, 11, glaube ich, angefangen, die ersten Videos zu schauen. Ich habe damals Ishta Isik geschaut, also Easy Peasy 5 damals noch, Darum und Ibruza, und ich hatte auch eine amerikanische YouTuberin geschaut, die hieß Michelle Phan. Und ich habe mir immer vorgestellt, okay, wie würdest du jetzt diese bestimmten Formate, also Morgenroutine, Hauls, Make-up-Tutorials, was es halt alles damals schon so gab, wie würdest du das drehen, wie würdest du das aufnehmen, was würdest du sagen? Und dann gibt es ja auch die Situation, das kennt ihr bestimmt auch, dass man dann in seinem Kopf irgendwie so YouTube-Videos dreht, dass man sich da hinsetzt und sich dann so denkt, ja, okay, so, und jetzt trage ich das auf, also einfach so, ohne das zu filmen. Und ich habe mich da damals wirklich mit meinen Eltern hingesetzt, also ich war ja auch erst 15, als ich angefangen habe, und gesagt, hey, ich möchte einen YouTube-Kanal starten. Und meine Eltern waren zum Glück sehr supportive, also die fanden das cool und die hatten richtig Lust, mich zu unterstützen und standen da voll hinter mir. Da bin ich auch sehr dankbar dafür. Und das einzige Problem, was sich für mich damals so ein bisschen herausstellte, war die Tatsache, dass ich einfach Angst hatte, dass Leute aus meiner Schule dann meinen Kanal finden und das so in der Schule rumgeht. Und meine Lösung war damals, einfach englische Videos zu produzieren. Deswegen sind auch meine ersten Videos auf Englisch, weil ich wirklich dachte, okay, so bin ich raus aus dem Schneider, so kann niemand in Deutschland meine Videos finden. Aber diese Rechnung ging natürlich nicht ganz auf, mehr dazu später. Nach so ein bisschen Hin- und Her-Überlegung habe ich dann wirklich gesagt, so, jetzt geht's los, jetzt drehen wir mein erstes Video. Und ich weiß noch, wir haben das bei meinen Eltern im Garten so ein bisschen an so einem Feld gedreht und da war auch so Strohballen, das war so ein bisschen Abend. Und diese Videoclips habe ich dann mit irgendeinem super basic Schnittprogramm, ich weiß wirklich gar nicht mehr, welches das war, zusammengeschnitten und dann hochgeladen. Und dann weiß ich auch noch, dass dieses Video an einem Tag online ging, an dem meine Oma ihren 70. Geburtstag gefeiert hat. Das heißt, großer, runder Geburtstag, ne, in so einer Party-Location. Und ich war die ganze Zeit an meinem Handy und habe halt geguckt, so, wow. Und immer wieder die Seite neu geladen und geguckt, wie viele Aufrufe das jetzt hat, wie viele Daumen nach oben, wie viele Kommentare. Und ich weiß noch, wie ich dort wirklich saß und dann die ersten Kommentare reingetrudelt sind von wegen, wow, so, ich wünsche dir viel Glück. Also damals halt noch auf Englisch, ne, ich wünsche dir viel Glück, viel Erfolg und du wirst mal hier irgendwie the next big YouTuber oder sowas. Und ich habe mich damals einfach so krass darüber gefreut, weil das ist einfach ein unbeschreibliches Gefühl, das erste YouTube-Video hochzuladen und dann zu sehen, wie das ankommt. Ganz am Anfang meiner YouTube-Laufbahn habe ich so diese typischen Formate gedreht, die damals halt total in waren. Also Hauls, What's in my bag, Lookbooks und irgendwie so eine Make-up-Routine habe ich auch relativ am Anfang gedreht. Und über diese Make-up-Routine ist einfach eine damalige Freundin von mir auf mich aufmerksam geworden. Und ich weiß noch, dass das, glaube ich, so mein viertes Video oder so war, also zumindest relativ am Anfang. Und sie hatte mir dann das Thumbnail, also das kleine Startbild, davon geschickt und gefragt so, hey, machst du jetzt YouTube? Und ich war so, oh nein, sie hat es gefunden, sie hat es einfach gefunden. Und dann ist es ja auch so, wenn man halt weiß, okay, eine Person hat es gefunden, dann bleibt es ja nicht bei der einen Person, sondern dann verbreitet sich sowas ja wie ein Lauffeuer. Und ich weiß noch, dass das halt mitten in den Sommerferien war. Das heißt, ich bin da jetzt nicht in der Schule gewesen.
Und ich habe dann wirklich erstmal Krisensitzungen mit meinem Papa gemacht, der wie gesagt total supportive war und auch immer noch ist, was YouTube angeht. Und dann wollte ich doch tatsächlich nach 3 Wochen meinen Kanal löschen, weil eine damalige Freundin von mir den Kanal gefunden hat. Und dann habe ich mich mit meinem Papa hingesetzt und habe gesagt, hey, ich glaube, ich möchte meinen Kanal löschen. Und er hat wirklich Gott sei Dank an diesem Tag mit Engelszungen auf mich eingeredet und hat gesagt, nein, du brauchst dich doch jetzt nicht davon beeinflussen lassen, ob die deinen Kanal gefunden haben. Mach einfach dein Ding und du wirst ja sehen, wie sie reagieren. Vielleicht ist die Reaktion von den Mitschülern ja auch positiv, das weißt du ja alles noch nicht. Und zum Glück habe ich mich dann irgendwie auf diese Seite ziehen lassen und wirklich dann erstmal gedacht, okay, gut, ich gehe erstmal danach in Sommerferien wieder zurück in die Schule. Ich gucke mir das erstmal an, wie dann so die Reaktionen sind und dann kann man ja immer noch schauen. Hab dann erstmal weiter Videos produziert und dann irgendwann kam halt dieser Tag nach den Sommerferien, an dem ich zurück in die Schule gegangen bin. Und wie bereits vermutet, wusste das wirklich gefühlt mein ganzer Jahrgang und auch darüber hinaus einige. Und ich weiß noch, dass ich in mein Klassenzimmer reinkam und wirklich schon die ersten Jungs mich dann so angegrinst haben und gesagt haben so, na, bist du jetzt YouTuberin? Und dann gab es halt wirklich so Episoden, wo meine YouTube-Videos mit einem Handy und einer Lautsprecherbox auf dem Schulhof laut abgespielt wurden. Aber man muss dazu sagen, dass das nie so ein gehässiger Vibe war. Also das war nie so ein, na, oh, wir wollen dich jetzt irgendwie runtermachen dadurch, sondern ich hatte das Gefühl, die wollten mich nur so ein bisschen necken dadurch. Und es war eher so, dass das schon die meisten irgendwie ziemlich cool fanden. Ihr müsst euch vorstellen, ich war halt vorher, also ich hatte ja quasi zwischen der 9. und der 10. Klasse mit YouTube angefangen und in der 9. Klasse und vorher war ich wirklich ein absolutes Mauerblümchen in der Schule. Ich war quasi ein Niemand, also man kannte mich halt einfach nicht. Ich habe nicht zu den Cool Kids gehört oder sonst irgendwas. Und dadurch, dass ich den Kanal hatte und sich das dann ja auch so rumgesprochen hat, war ich dann auf einmal die mit dem YouTube-Kanal und die Leute kannten mich und ich habe dann wirklich so viel Aufmerksamkeit irgendwie bekommen, unter anderem auch von meinem damaligen Crush aus meiner Klasse. Und da war ich dann schon so, vielleicht doch nicht schlecht. Da kann ich mich nämlich auch noch ganz genau dran erinnern. Also wir standen auf unserem Schulhof in so einem Kreis, wirklich nur Jungs aus meiner Klasse und ich. Und irgendjemand hatte halt so ein Video laufen. Das war damals irgend so ein Deko-DIY-Video, muss ich mal gucken, ob ich das noch finde. Und da habe ich so Deko-Keys irgendwie in so eine Flasche geschüttet und da ist wirklich die Hälfte daneben gegangen. Das hat man halt auch voll im Video gesehen. Und mein Crush hat dann halt wirklich so eine neckische Anspielung gemacht, so, ja, es war die Hälfte daneben gegangen, ja. Und das war halt für mich irgendwie einfach ein großes Ding, dass er überhaupt so mit mir geredet hat. Ein kleiner Fun-Fact an der Stelle, wir waren später dann auch zusammen. Weiß ich jetzt nicht, ob da der YouTube-Kanal auch so ein kleiner Pluspunkt war an der Stelle. Auf jeden Fall waren die Reaktionen meiner Mitschüler wirklich deutlich positiver, als ich mir das vorher ausgemalt habe. Und ihr müsst euch vorstellen, das war ja damals sowieso auch noch eine ganz andere Zeit. Also es war ja 2015, da war es ja sowieso alles noch ein bisschen neuer, so dieses Social-Media-Ding. Und wenn man heutzutage zum Beispiel starten würde, selbst in der Schulzeit wäre es halt vermutlich, also würden es wahrscheinlich alle einfach total cool finden. Weil dann irgendwann sowieso gefühlt jeder aus meiner Schule meinen YouTube-Kanal kannte, habe ich mir dann irgendwann auch gedacht, okay, jetzt kannst du auch deutsche Videos drehen und habe dann halt erstmal auch Schritt für Schritt angefangen, deutsche Videos zu integrieren und auch sehr schnell gemerkt, dass mir das einfach besser liegt und ich mich auf Deutsch natürlich besser ausdrücken kann. Also ich konnte zwar auch damals schon ganz gut Englisch, aber es ist einfach so, dass man sich natürlich in der Muttersprache nochmal besser und spontaner ausdrücken kann und ich hatte ja damals sind sogar auch auf YouTube schon so ein bisschen Sächsisch-Content gemacht, also im Dialekt. Ich meine, mal abgesehen davon, dass ich auch in den normalen Videos ziemlich doll Dialekt gesprochen habe, was ich gar nicht so gemerkt habe in der Zeit. Aber ja, das kam dann auf jeden Fall alles ziemlich gut an. Und meinen ersten Durchbruch, beziehungsweise so meinen ersten großen Erfolg mit YouTube, hatte ich mit meinem ersten Food Diary, was ich damals hochgeladen habe. Was ich total krass finde, weil das ist ja auf jeden Fall ein Format, was sich durch die ganzen Jahre durchgezogen hat und was ich ja auch heute immer noch drehe. Und ich muss echt mal gucken, wie viele Food Diaries ich jetzt in den ganzen Jahren schon hochgeladen habe, weil ich habe ja auch eine Playlist, da müsste das ja sichtbar sein. Aber es sind locker schon so 70 Food Diaries oder so. Das ist jetzt mal meine Schätzung. Dieses erste Food Diary hatte dann in relativ kurzer Zeit 30.000 Klicks erhalten, was für die damaligen Verhältnisse schon super viel war. Also ich glaube, meine sonstigen Videos lagen so zwischen 4.000 und 6.000 Aufrufen und ich hatte damals dann durch das Food Diary auch diese 10.000 Abonnenten-Marke geknackt. Im Sommer 2017 war das.
Und dann ging es ja los mit den legendären schönen Notizenvideos. Ich glaube, viele von euch kennen die noch von mir. Also diese ersten, die ich wirklich auf Papier gemacht habe, bei uns, bei meinen Eltern auf dem Küchentisch. Kleiner Funfact zu diesem ersten schönen Notizenvideo. Ich hatte das damals gedreht und auch schon so ein bisschen geschnitten, glaube ich. Und ich weiß noch, dass ich es nicht hochladen wollte, weil ich mir so dachte, boah, weiß ich jetzt nicht, ob sich das jemand anguckt, wie ich hier irgendwie meine Lernzettel schreibe. Und ich glaube, das ist doch irgendwie blöd, oder? Also das interessiert doch keinen. Und dann habe ich mir aber gedacht, ja komm, also lad's jetzt einfach mal hoch, guck einfach mal. So im Zweifel hat es halt weniger Aufrufe, aber dann ist ja auch nicht schlimm. Und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil ich glaube, ganz, ganz viele von euch, wie gesagt, verbinden mich auch mit diesen Videos. Und das ist ja irgendwie schon so mein Themengebiet dann gewesen, also generell dieses Thema Schule und Lernen und Motivation, Abi, das habe ich ja dann dadurch auch alles mehr in meinen Kanal integriert und das hat ja wieder neue Leute auf meinen Kanal aufmerksam gemacht damals. Und daran sieht man halt einfach mal wieder, dass man manchmal wirklich einfach machen muss und seine Zweifel beiseite schieben muss, einfach sagen muss, hey, ich habe hier das Video, ich finde das cool, ich lade das jetzt hoch und dann einfach mal schauen, was passiert. So, vielleicht gucken sich es nicht so viele an, aber vielleicht geht es auch super durch die Decke, das weiß man ja vorher noch nicht. Das ist ja einfach das Coole an YouTube. 2018 habe ich ja dann Abi gemacht und hatte demnach dann auch meinen Abi-Ball und habe dazu ja auch ein Video gedreht, also zu diesem Get Ready With Me Prozess und halt auch zu den Szenen so ein bisschen in dieser Fire Location, wo wir waren. Und dieses Video hat damals dann auf einmal alle anderen Videos, die ich hatte, überholt. Also das ist so krass durch die Decke gegangen. Das hat so viele Menschen erreicht. Und es hat meinem Kanal dann auch nochmal so einen Aufschwung beschert. Also ich hatte dann im Sommer 2018 30.000 Abonnenten. Ich hatte mich dann auch bei AdSense angemeldet. Also das ist ja das Programm von Google, womit YouTuber über diese YouTube-Werbung, die zwischen oder vor oder nach den Videos läuft, Geld verdienen können. Und ich hatte dann auch im Sommer meine erste Auszahlung von AdSense. Und ich weiß noch, wie krass sich das angefühlt hat, so zu wissen, man hat da jetzt irgendwie auch schon so lange einfach just for fun Videos produziert, was einem Spaß gemacht hat und weil man Lust darauf hatte. Und dann auf einmal guckt man auf sein Konto und meine erste Auszahlung war halt auch irgendwie so 250 Euro oder so, dadurch, dass diese Videos zu der Zeit dann doch relativ viele Aufrufe auch hatten. Und ich war so, wow, crazy. Dann bin ich im September 2018 nach Potsdam umgezogen für mein erstes Studium. Ich hatte damals europäische Medienwissenschaft angefangen und zwei Semester studiert und das gab es eben damals unter anderem an der Uni Potsdam und ich wollte halt sowieso so ein bisschen weg aus der Heimat-Area, weil ich ein bisschen auch Probleme hatte mit Ausgrenzung, mit einem toxischen Freundeskreis, aber darum soll es jetzt heute in diesem Video überhaupt nicht gehen und ich wollte halt gerne irgendwie woanders hin. Und in dieser Zeit habe ich dann das Format Vlog für mich entdeckt, was ja heute schon so mein Hauptformat ist, würde ich sagen. Also ich habe damals 3 Umzugsvlogs gemacht und dann auch so ein First Week of Uni-Vlog, soweit ich mich erinnern kann. Und durch diese Vlogs hat ja auch nochmal eine ganz andere Ära begonnen, weil ich ja dann auf einmal viel persönlicher mit euch wurde. Also ich habe euch ja dann überall hin mitgenommen, ihr konntet alles verfolgen, wie ich einkaufen war, wie ich mich irgendwie damals in meiner kleinen Einzimmerwohnung fertig gemacht habe und für die Uni gelernt habe. Und ab dann konntet ihr mein Leben ja wirklich richtig gut begleiten und mitverfolgen. Also es ging ja dann los mit meiner ersten Beziehung, die ich öffentlich gemacht habe. Dann ging es weiter mit dem Studienabbruch bzw. der Umorientierung. Also ich hatte ja dann nach europäischer Medienwissenschaft BWL angefangen, das zwar dann auch nicht zu Ende gemacht, aber dann habe ich mich ja nochmal umorientiert zu Social Media, was ich jetzt noch mache und in den letzten Zügen bin. Dann habt ihr die Urlaube mitverfolgen können, den Umzug in eine größere Wohnung, meine Trennung, meinen Umzug nach Leipzig, wie ich diese Wohnung eingerichtet habe und wie ich hier mein Leben Stück für Stück im letzten Jahr neu aufgebaut habe, beziehungsweise da ja auch immer noch dabei bin, wie ich wieder zurück im Dating-Game bin und so weiter und so fort. Und ich finde es einfach nach wie vor toll, das mit euch zu teilen. Und ich muss auch sagen, dass YouTube für mich einfach immer was Besonderes bleiben wird. Also es fühlt sich für mich irgendwie immer noch ganz anders an, was für YouTube zu produzieren und was auf YouTube hochzuladen, als auf anderen Plattformen. Also ich habe irgendwie immer das Gefühl, dass alles, was ich auf YouTube hochlade, eine viel größere Bedeutung hat. Irgendwie ist YouTube halt immer noch so mein Baby, weil es damals meine erste Plattform war. Und wenn wir mal ehrlich sind, es wird auch immer meine liebste Plattform bleiben. Im Winter 2019 war es dann soweit und ich habe die magische 100.000 Abonnentengrenze geknackt. Und wie wahrscheinlich alle von euch wissen, bekommt man dann ja den silbernen Playbutton zugeschickt, der da hinten in meinem Regal steht. Und ist wirklich Wohnung für Wohnung mit mir umgezogen und ich habe den immer irgendwo präsentiert, weil ich einfach so stolz auf dieses Teil bin. Also
ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie krass emotional das für mich war, als ich den ausgepackt habe. Weil man ja natürlich einfach zurückdenkt und sich so denkt, boah, ey, ich wollte nach 3 Wochen aufhören. Ich wollte nach 3 Wochen meinen Kanal löschen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich überhaupt so 10.000 Abonnenten oder so erreiche. Und jetzt habe ich einfach den silbernen Play-Button zu Hause. What? Also das war schon wirklich sehr krass damals. Und ich werde auch immer wieder so ein bisschen emotional, wenn ich mir wirklich nochmal vor Augen führe, wie viele Menschen wir mittlerweile in dieser Community sind. Und wie viele Menschen jede Woche meine Videos anschauen und sich auch auf diese Videos freuen. Also ihr schreibt mir ja teilweise manchmal, oh, ich freue mich schon, das Video dann gleich anzuschauen beim Abendessen. Und dann denke ich mir wirklich immer so, boah krass, also ich drehe jetzt hier ein Video in meiner Wohnung, schneide es, lade es hoch und dann kann ich halt Leuten damit so einen Tag versüßen oder dafür sorgen, dass sie sich beim Abendessen weniger einsam fühlen oder denen irgendwie Tipps geben, die motivieren oder halt alles andere machen, was man halt noch so für einen positiven Impact mit den Videos haben kann oder machen kann. Und das macht mich, wie gesagt, das macht mich auch jetzt schon wieder so gefühlt ein bisschen emotional. Und ich finde es auch total krass, wie lange einige von euch einfach schon dabei sind. Also mir schreiben das, wie gesagt, auch manchmal Leute, dass sie irgendwie schon seit 2018 oder seit 2020 dabei sind und ja irgendwo auch mit mir aufgewachsen sind. Also vielleicht damals auch gerade Abi gemacht haben oder damals halt auch gerade ein Studium begonnen haben und jetzt auch in den letzten Zügen sind oder vielleicht auch schon im Master und man dadurch ja wirklich so ein bisschen wie virtuelle Geschwister zusammen wächst, zusammen erwachsen wird und ja, sich zusammen weiterentwickelt. Generell habe ich gerade bei YouTube eigentlich nie dieses Internetgefühl, also dass ich so denke, okay, ich drehe jetzt das Video mit meiner Kamera und dann schneide ich es, lade es hoch und dann ist es im Internet und dann gucken das Leute an. So denke ich irgendwie gar nicht, sondern ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, als ob ihr so in der Kamera drin sitzt und als ob ich wirklich gerade so mit euch rede, obwohl es ja auch nicht Echtzeit ist, aber ich weiß nicht, irgendwie ist das in meinem Kopf so drin und ich finde auch, YouTube ist für mich einfach die persönlichste Plattform, auf der ich am besten und am realsten mit euch kommunizieren kann, was ja vor allem an diesen Longform-Formaten liegt, die man bei YouTube hochladen kann. Also man kann ja bei YouTube easy Videos hochladen, die 30 Minuten oder eine Stunde oder noch länger gehen. Und ihr wisst ja, ich bin eine kleine Labermaus und da habe ich ja wirklich einfach genug Zeit, alles zu erzählen, was ich möchte, genauso wie in diesem Video schon wieder. Und ihr guckt euch das dann auch teilweise bis zum Ende an und das finde ich auch wieder total krass. Und gerade diese längeren Talk-Videos, also zum Beispiel auch das Dating und Dating-Fail-Storytime-Video oder auch dieses hier, sind wirklich in der letzten Zeit zu meinen Favoriten geworden. Also ich liebe das einfach irgendwie wieder, mich so richtig OG-YouTuber-mäßig vor die Kamera zu setzen und einfach drauf loszulabern, was mir gerade in den Kopf kommt. Aber ich liebe auch diese ästhetischen und cinematischen Shots, die ich manchmal bei Vlogs oder Routinen zwischendurch mit einbaue, das macht mir auch so viel Spaß, weil ich mich da so richtig gut kreativ ausleben kann. Und ihr müsst mich dabei wirklich mal sehen, wie ich hier meine Kamera umpositioniere, 1000 Mal aus verschiedenen Winkeln filme und ja, einfach alles so richtig mir schön und ästhetisch mache, weil ich das einfach liebe. Und dann sitze ich hier an meinem Laptop und schneide die Szenen zusammen und denke mir einfach so, boah, was hast du hier schon wieder gezaubert? Ich liebe das wirklich einfach total. Ihr wisst ja, ich bin immer absolut transparent, was Kooperationen angeht. Und dieses Video heute ist natürlich auch in Kooperation mit YouTube entstanden. Aber wirklich alles, was ich in diesem Video gesagt habe, ist so 100% das, was ich in mir fühle. Und ich muss auch sagen, dass es für mich einfach so eine krasse Ehre ist, mit YouTube zusammenzuarbeiten und dass es einfach der krasseste Kooperationspartner ist, den ich mir vorstellen kann. Und ich es auch wirklich erstmal gar nicht glauben konnte, als ich gehört habe, dass YouTube mit mir zusammenarbeiten möchte. Also vielen lieben Dank an YouTube auch nochmal an der Stelle für die Zusammenarbeit und übrigens auch für dieses fancy LED-Sign. Finde ich richtig cool. Es steht jetzt bei mir da hinten im Regal und leuchtet jetzt jeden Abend schön. Ich wollte euch in diesem Video gerne von meiner YouTube-Journey erzählen, weil ich euch einfach mal zeigen wollte, was YouTube für einen krassen Impact auf mein Leben hatte und immer noch hat und wie dieser einzige mutige Tag, an dem ich halt mich dazu entschlossen habe, mein erstes Video hochzuladen, beziehungsweise natürlich auch noch ein paar mutige Tage danach, an denen ich mich dagegen entschieden habe, den YouTube-Kanal wieder zu löschen, aber das klammern wir jetzt mal aus. Aber dieser einzige mutige Tag hat ja wirklich mein Leben verändert. Natürlich auch finanziell. Also ich konnte seit circa 2019 durch YouTube wirklich mein Leben finanzieren und
konnte mir auch durch diese Einnahmen so viele Sachen in jungen Jahren ermöglichen, die ich mir sonst niemals hätte leisten können. Also Urlaube, meine erste Wohnung hätte ich mir sonst nicht leisten können, die andere auch nicht, die, wo ich jetzt drin wohne, auch nicht. Und ich habe mir schon manchmal überlegt, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich damals zum Beispiel meinen Kanal wieder gelöscht hätte oder wenn ich niemals mit YouTube angefangen hätte. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Also ich kann mir YouTube aus meinem Leben nicht mehr wegdenken. Und ich fände es auch super schade, wenn ich diesen ganzen Aspekt, dass ich Videos drehen kann, die mir Spaß machen, dieses Bearbeiten, dieses Hochladen, dieses Interagieren mit der Community, wenn ich das alles nicht mehr hätte, das wäre richtig schade, das wäre echt traurig. Also ich hoffe, ich kann es noch ganz lange machen. Das liegt natürlich immer auch an der Community. Also ich hoffe, ihr schaut mir noch ganz lange zu. Ich weiß ja auch alleine aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis, dass ganz viele mindestens einmal schon mal mit dem Gedanken gespielt haben, ob sie YouTube starten sollen und sich vielleicht auch schon so ein paar Gedanken drüber gemacht haben, was sie für Videos drehen würden. Und ich wollte euch an der Stelle einfach mal so ein bisschen Mut zusprechen und euch sagen, ey, traut euch. Macht euch keine Gedanken darüber, was andere darüber denken könnten. Macht euch keine Gedanken erstmal um irgendwelches Equipment. Man kann die Videos auch erstmal mit dem Handy drehen und schneiden. Kameras, Mikrofon und anderes Equipment kann man sich auch später holen. Das ist ja gar kein Problem heutzutage. Und wenn da schon so eine kleine YouTube-Video-Idee bei euch im Kopf rumschwirrt, dann gebt euch einfach mal einen Ruck. Setzt sie um und ladet das Video hoch. Und falls ihr vor kurzem mit YouTube gestartet habt und so ein bisschen Starthilfe braucht, schreibt super gerne mal einen Kommentar, was ihr für einen Kanal habt, was ihr für Videos produziert, welche Themen ihr so behandelt. Macht gerne ein bisschen Werbung für euch. Und alle anderen können dann gerne mal die Kommentare durchstöbern und mal schauen, ob sie vielleicht Gefallen an den Videos von anderen Newbie-YouTubern finden. Das war es dann auch mit dem Video für heute. Es ist ja mal wieder ein längeres Laber-Video geworden, aber die liebe ich ja auch in letzter Zeit. Und ich glaube, ihr liebt die auch sehr in letzter Zeit, oder? Kann das sein? Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr fandet diese Einblicke interessant und spannend und diesen chronologischen Rundown auch mal ganz cool, weil ich weiß, dass nicht jeder von euch von Tag 1 dabei ist und vielleicht hatte ja die ein oder andere von euch noch so ein paar Lücken im Kopf und noch nicht so ganz verstanden, wie so bestimmte Phasen in meinem Leben zusammenhängen und diese Lücken konnte ich ja dann hoffentlich heute schließen. Ich habe ja jetzt wirklich aus den letzten 9 Jahren erzählt, wie das alles so passiert ist. Wie immer wünsche ich euch ansonsten noch eine wundervolle Zeit. Wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.